Hallo Schachfreunde, aktuell läuft ja das Gashimov Memorial Turnier und da nehmen wieder einige Hochkaräter teil, unter anderem Magnus Carlsen. Und er hat seine Partie gegen Mamedjarov in der ersten Runde mit den weißen Steinen gewonnen. Und die Partie, die schauen wir uns heute an. Es ging los mit den Zügen D4, D5, C4, C6. Es kann hier noch alles aufs Brett kommen. Aktuell kann man sagen, es ist ein Damengambit. Springer auf F3, Springer auf F6, Springer auf C3. Entwicklung wird hier vorangetrieben von beiden Seiten. Und hier der Bauernzug nach E6. Das schränkt den Raum von Schwarz etwas ein. Aber das ist beabsichtigt. Wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Läufer auf G5, Springer BD7, E3 und jetzt Dame auf A5. Und das ist die sogenannte Cambridge Springs Variante im Damengambit. Und Schwarz hat hier zwar etwas weniger Raum für seine Figuren, allerdings versucht er das durch eine aktive Dame etwas auszugleichen. An dieser Stelle, da zog Magnus Carlsen C schlägt D5. Die Hauptvariante wird eingeleitet durch den Springerrückzug nach D2. Und dann könnte es weitergehen mit Läufer auf B4 zum Beispiel. Dame C2 kommt dann, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber das wurde, wie gesagt, nicht gespielt. Es gibt hier auch eine kleine Falle, die möchte ich kurz zeigen, und zwar der an für sich recht offensichtliche Läuferzug nach D3. Den hat man auch schon einige Male gesehen, mehr so auf Hobby-Level. Der entwickelt ja eigentlich eine Figur, aber beinhaltet die Möglichkeit für Schwarz, dem Weißen eine kleine Falle zu stellen, und zwar mit dem Zug Springer auf E4. Jetzt ist der Springer auf C3 ja zweimal angegriffen. Und so normale Deckungszüge wie beispielsweise Dame auf B3 oder Dame auf C2 oder auch Turm auf C1, die funktionieren hier nicht. Die sehen zwar offensichtlich aus, aber die beinhalten eine kleine Falle. Hier sollte Weiß auf keinen Fall versuchen, den Springer zu decken. Er sollte Abtausch anstreben, eventuell mit dem Läufer auf E4 schlagen. Aber gut, hier möchte ich kurz zeigen, beispielsweise Dame auf C2. Da folgt einfach Springer schlägt G5. Und nach Springer schlägt G5 das üble D schlägt C4. Und der Läufer nimmt auf C4 und die Dame nimmt auf G5. Und hier hat Weiß ganz einfach eine Figur verloren. Also das Gleiche passiert natürlich auch nach beispielsweise Dame auf B3. Da wird das Lied genauso schön gesungen. Springer schlägt G5, Springer schlägt G5 und nach D schlägt C4. Da kann auch die Dame nehmen. Die Dame nimmt einfach auf G5 raus. Und das Gleiche, um es abzurunden, passiert natürlich auch nach Turm auf C1. Hier nimmt wieder der Springer auf G5. Der Springer nimmt zurück. D schlägt C4. Und nach Läufer schlägt C4 folgt Dame schlägt G5. Nun gut, Weiß könnte hier eventuell noch einfach mit dem Springer auf F7 reinschlagen. Aber das ist mehr Verzweiflung. Er hat hier absolut gar nichts. Er wird die Partie sehr schnell verlieren. Also das sollte man sich so im Hinterkopf behalten, diese kleine Falle. Aber so kam das alles nicht aufs Brett. Carlsen hat hier die Abtauschvariante angestrebt. C schlägt D5, Springer schlägt D5 und nun Turm auf C1. Und dieser Zug, der ist nur ja, hin und wieder populär, wird nicht so oft gespielt. Viel öfter sieht man in dieser Stellung den Damenzug nach D2. Das entsperrt und sichert den Springer. Aber auch der Damenzug nach B3 wird sehr, sehr häufig gespielt. Carlsen geht hier also in eine Nebenvariante rein, Turm auf C1, und es folgt direkt der Abtausch, Springer schlägt C3, B schlägt C3, und hier spielt man auf Top-Level-Niveau für normal den Läuferzug nach A3, das kam auch aufs Brett. Mit der Dame auf A2 zu nehmen, das ist schon sehr risikoreich, und man sieht es auf dem Top-Level so gut wie überhaupt nicht. Ja, wird schon seinen Grund haben. Also Läufer auf A3 ist ja auch ein sinnvoller Zug, entwickelt eine Figur, greift eine Figur an. Und so kam es ja auch in der Partie. Der Turm zog nun nach C2, deckt nun auch den Bauern auf A2 und jetzt B6. Ein normaler Entwicklungszug. Eventuell will der Läufer über A6 ins Spiel gebracht oder über B7. Er kann natürlich auch über das Zentrum ins Spiel gebracht werden, wenn sich das hier irgendwann auflöst. Also die Optionen sind hier in jedem Fall gegeben. Und vielleicht fragen sich einige Mensch, diese Stellung, die habe ich doch schon mal gesehen.
hat doch Carlsen schon mal gespielt. Das ist richtig. Und zwar beim Kandidatenturnier 2013 in der Partie zwischen Gelfand und Carlsen. Und Carlsen hatte hier allerdings die schwarzen Steine gegen Gelfand. Und Gelfand entschied sich hier für den Zugläufer auf D3. Und Schwarz konnte hier im weiteren Verlauf vorteilhaftes Spiel bekommen. Also das hat Carlsen aber nicht nachgemacht. Carlsen zog hier den Läufer nach E2. Und es ging weiter mit Läufer auf A6. Die kurze Rochade von Weiß. Der König steht nun sicher. Läufer schlägt E2, Dame schlägt E2 und die kurze Rochade von Schwarz. Auch der schwarze König hat seinen Fleck gefunden. Es ging weiter mit E4. Es wird Raum angestrebt von Weiß. Die weißen Figuren sind aktuell noch nicht so gut platziert, dass man sagen könnte, hier schwebt ein Angriff in der Luft. Turm AC8, der Turm wird ins Spiel gebracht. E5, weiter arbeitet Weiß am Raumvorteil. Und Dame auf A4. C4, die Bauern marschieren vor. Und so Züge wie C4, die müssen natürlich wohl überlegt sein. Ich denke, hier hat Carlsen natürlich die Varianten alle im Kopf. Man muss immer aufpassen, dass dieser Bauer auf D4 nicht zu einer Schwäche wird, die sehr schnell angegriffen werden kann. Aber das ist alles noch okay. Turm auf F8 und Turm auf D1. Und hier beginnt bereits so ein kleiner Kampf um die D-Linie. C5 wurde gespielt und das bricht die Stellung auf. Es ist eine sehr, sehr dynamische Stellung auf dem Brett. Und hier zog Carlsen mit dem Bauern vorbei. Er will natürlich nicht mit dem Bauern hier nehmen und dem Springer ein schönes Feld geben. Da steht der Springer wirklich gut, kann nicht mehr angegriffen werden von irgendwelchen weißen Bauern. Also hier sollte man schon mit dem Bauern vorbeiziehen. Carlsen macht das richtig. E schlägt D5 und nun Turm schlägt D5, gespielt von Carlsen. Wenn man die Schachengine Houdini fragt, ja, die möchte hier direkt einen Bauern opfern. C schlägt D5 spielen. Es folgt nun Springer schlägt E5. Springer schlägt E5 und Turm schlägt E5. Die Dame nimmt auf E5. Es wird hier ziemlich viel abgetauscht. Die Dame nimmt auf C2. Der Turm geht auf E1. Es droht hier übelst matt. Die Dame geht zurück auf A4. Deckt das matt ab. Und Weiß könnte hier D6 spielen. Also das bevorzugt Houdini. Aber die Gewinnführung sollte für Weiß nicht ganz so einfach sein. Also das hat Carlsen nicht gespielt. Carlsen hat hier mit dem Turm genommen, den Bauern nicht geopfert. Das ist auch sinnvoll. Der Läufer, der sieht ein bisschen fragwürdig aus. Wie kommt er noch ins Spiel? Die Dame natürlich, die kommt ins Spiel, die deckt aktuell den Springer auf E7. Aber so richtig weiß ich nicht, wie hier der Schwarze seine Figuren richtig koordinieren soll. Es ging weiter mit Springer auf F8 und H4. Carlsen strebt mit den Bauern nach vorne und gleichzeitig gibt er seinem König ein Luftloch, um eventuelle Mattideen auf der Grundreihe von Schwarz zu verhindern. H6, der Läufer wird angegriffen und er zieht sich zurück auf das Feld E3. Springer auf G6 wurde gezogen und hier empfiehlt die Schachengine Houdini, den Turm C nach D8 zu ziehen. Und nach Dame auf D3, Turm auf D7 beginnt der Kampf um die D-Linie. Also das empfiehlt Houdini strategisch einwandfrei. Aber es kam in der Partie zu Springer auf G6. Auch das ist in Ordnung. Der Springer steht natürlich auf dem Feld F8 nicht wirklich gut. Dame auf D3 und jetzt Turm auf E6. Der Turm wird über die sechste Reihe ins Spiel gebracht. H5 greift den Springer an und hier zog nun Mamedjarow den Springer nach E7. Und das ist bereits eine sehr fragwürdige Entscheidung. Die sieht an für sich recht offensichtlich aus. Es wird hier der Turm angegriffen. Aber wenn man sich mit den Varianten nach diesem Springerzug E7 etwas näher beschäftigt, stellt man fest, dass der Springerzug nach F8 hier notwendig war. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Der Springer zieht hier hin und her und hin und her. Ein Springer auf dem Feld E6, der sehe doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber gut, da steht jetzt ein Turm. Es kam also zu Springer auf E7 und hier überlegte Carlsen ziemlich lange nach und entschied sich hier
den Turm nach D6 zu ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch den Zug Turm auf D8 analysiert hat, in Betracht gezogen hat. Es ist eine sehr forcierte Variante. Der Turm nimmt, die Dame nimmt mit Schach, der König geht nach H7, das einzige Feld, was er hat, und nun Turm auf D2. Und das favorisiert auch die Schachengine Houdini. Aber wenn wir uns den weiteren Verlauf anschauen, die Stellung sieht natürlich sehr, sehr kraftvoll für Weiß aus, dann werden wir feststellen, dass der Gewinnweg für Weiß doch nicht so einfach ist. Es könnte hier weitergehen mit Läufer auf C1, das greift den Turm an. Und nun Turm auf D7. Und hier kann bereits Schwarz ein Figurenopfer in Betracht ziehen. Läufer schlägt E3, F schlägt E3 und Dame schlägt A2. Ja, und was steckt hinter dem Figurenopfer? Wir werden es gleich sehen. Turm schlägt E7, Turm schlägt E7 und Dame schlägt E7. Und nach Dame schlägt C4 sehen wir, worauf Schwarz hinaus will. Schwarz hat hier zwar eine Figur weniger. Die Dame nimmt hier nach A7, aber hier folgt einfach B5 und der Gewinnweg für Weiß sollte hier nicht allzu einfach sein. Die beiden Bauern auf der B- und C-Linie von Schwarz sind doch ziemlich stark. Also das hat Carlsen mit Sicherheit berechnet, hat lange darüber nachgedacht, wird er diese Variante anstreben. Normalerweise Endspiel ist ja seins, aber er zog es vor, in dieser Stellung den Turm nach D6 zu ziehen. Keine schlechte Entscheidung. Es ging weiter mit Läufer auf B4. Die nächsten Züge, die flossen praktisch von der Hand. Turm auf C1 und Turm auf E8. Das deckt weiterhin den Springer und es wird versucht, auf der E-Linie gegen den Bauern Druck zu machen. Kann sich hier vorstellen, dass wenn ein Springer mal auf C6 erscheint, hier direkt gegen den Bauern vorgegangen wird. Aber gut, es kam nun zu Turm schlägt E6, F schlägt E6 und Springer auf H4. Das gibt dem weißen Springer eventuell ein schönes Feld auf G6. Und das strebt ja Weiß auch an. Weiß möchte hier ja, dass der Springer nimmt. Und wenn hier der Bauer auf G6 nimmt, dann sieht das für Weiß schon ziemlich gut aus. Der König kommt nicht aus seinem Loch raus, ist sehr eingeengt. Und das war auch wohl die Idee. Es kam hier zu Dame auf C6. A3 wurde gezogen. Der Läufer wird angegriffen, hat ja nur ein Rückzugsfeld. Läufer auf A5 und nun Turm auf D1 und die D-Linie, die gehört nun dem Weißen. Dame auf C7 greift den Bauern an und Springer auf G6. Ja, was soll Schwarz hier auch machen? Es sind die weißen Figuren, die auf dem Brett dominieren. Es kam nun zu Springer schlägt G6 und Dame schlägt G6. Die Dame ging nun nach F7 und Schwarz, der will natürlich hier den Damentausch anstreben, irgendwie noch ins Remis hineinkommen. Die schwarze Stellung ist wirklich sehr, sehr schwer zu spielen. Schwarz kann hier einfach nicht um die D-Linie kämpfen. Er muss die D-Linie dem Weißen überlassen. Und das ist schon ein großer Nachteil. Gleichzeitig ist sein Läufer auf A5 wirklich nicht in der Partie. Er steht da relativ nutzlos herum und kann überhaupt nicht im Geschehen eingreifen. Also das sieht für Schwarz schon ziemlich schlecht aus. Falls man nun auf die Idee kommt, mit der Dame auf G6 zu nehmen, dann nimmt der Bauer einfach zurück und die schwarze Stellung sieht noch viel schlechter aus. Also er hat hier richtige Probleme auf dem Brett, der gute Mamedjarow. Aber mit 2760 Elo-Punkten, da sollte er auch hier noch gute Ideen finden. Es kam nun zu Turm auf D3 und A6. Schwarz möchte hier natürlich am Damenflügel etwas für Entspannung sorgen, seinen Läufer wieder in die Partie bringen. Aber Weiß, der antwortet hier einfach mit A4 und nun Turm auf F8. Schwarz sagt sich wohl, okay, gebe ich dem Weißen halt die D-Linie, da schnappe ich mir die halboffene F-Linie und versuche hier am Flügel zu arbeiten. Aber das ist nicht von Erfolg gekrönt. Hier zog Carlsen den Bauern nach G4. Er drückt damit in die Königsstellung hinein. Er will den Bauern nach vorne ziehen. Er will hier auf Gewinn spielen. Er will weiter Druck machen. Sehr, sehr gut wäre es für Carlsen hier schon gewesen, den Turm einfach nach D6 zu ziehen. Das erhöht die Spannung, das erhöht den Druck. Der Turm, der ist hier im schwarzen Lager drin. Und hier sollte Schwarz nichts mehr zu lachen haben. Aber der Bauernzug nach G4 ist auch nicht schlecht.
Dame auf E8 und nun Turm auf D6. Jetzt kam der Turmzug nach D6. Alle Figuren von Weiß sind hier sehr, sehr gut koordiniert und wir schauen uns diesen Läufer auf A5 an. Was macht der denn da? Der steht hier wirklich einfach nur schlecht. Und es ist an Carlsen, hier Akzente zu setzen, die Partie zu gewinnen und seinem Gegner zu zeigen, dass seine Figuren überhaupt nichts zu sagen haben. Es ging hier weiter mit Dame schlägt A4 und Dame schlägt E6 mit Schach. Der König, der ging nun nach H8 und nun folgte ganz kraftvoll von Weiß ein taktischer Schlag. Sie sehen es bestimmt. Läufer schlägt H6. Das ist der Knaller in der Partie. Die schwarze Stellung wird aufgebröselt. Dieser Läufer, der darf natürlich nicht genommen werden. Es folgt dann direkt Matt. Wir schauen es uns kurz an. Dame schlägt H6 mit Schach. Der König hat ja nur ein Feld. König auf G8. Die Dame gibt auf G5 Schach. Der König flüchtet auf das Feld F7. Aber nach Dame G6 und König auf E7 folgt einfach das Matt auf E6 mit der Dame. Also das darf Schwarz so nicht spielen. Schwarz hat auch diesen Läufer nicht genommen. Er hat zunächst einmal Schach gegeben auf A1 in der Hoffnung, doch noch irgendwie ein Dauerschach zu finden. Aber der König, der geht einfach nach G2. Und nun hat sich der Turm auf F2 geopfert. Ganz klare Ansage von Mamedjarow. Er will hier irgendein Dauerschach noch finden. Der König muss natürlich hier rausnehmen. Und die Dame gab auf E1 Schach. Der König geht auf G2. Die Dame gab nochmal Schach auf E4. Aber hier flüchtet der König einfach auf H3. Die Dame gibt auf H1 Schach. König G3. Es gibt noch einen Schach auf E1. Aber nun folgt König auf F4. Das hat Carlsen so gezogen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier einfach den König nach H2 zu ziehen. Und wenn hier die Dame auf E2 Schach gibt, flüchtet der König einfach über H3, Dame F3 Schach, über das Feld H4 in die sichere Stellung hinein. Also es könnte hier noch weitergehen mit Dame auf C1 Schach. Die Dame könnte natürlich jetzt einfach den Läufer nehmen. Aber spätestens nach König F7 ist die Luft von Schwarz draußen. In der Partie, da zog Carlsen aber den König nach F4. Die Richtung ist dieselbe. Läufer auf D2 Schach. Man könnte denken, Mensch, Schwarz bekommt hier seinen Läufer nun doch noch ins Spiel, aber der Turm, der opfert sich einfach hier auf dem Feld D2. Damit hat Schwarz praktisch keine richtigen Optionen mehr. Weiß vereinfacht die Stellung und diese führt direkt in ein gewonnenes Endspiel. Es kam noch zu Dame schlägt D2 Schach, König auf F5. Der Läufer wird nun genommen auf H6 mit dem Bauern. Aber nach Dame auf E8 Schach, König auf G7 und Dame auf E7 hat Schwarz die Partie aufgegeben. Schwarz hat in dieser Stellung nichts mehr zu melden. So viel zu dieser Partieanalyse. Die erste Runde wurde, wie gesagt, gespielt. Carlsen war, glaube ich, der Einzige, der seine Partie gewonnen hat. Und mal schauen, was so in den nächsten Runden passiert. Sollte sich hier und da noch eine interessante Partie finden, dann werde ich diese natürlich kommentieren. So viel für jetzt. An dieser Stelle aber noch ein kleiner Hinweis auf die Google Plus Schach-Community. Dort bin ich auch Mitglied und ich muss sagen, nette Leute findet man dort, tolle Partieanalysen, man diskutiert über Schach, man spielt Schach und es sind so ziemlich alle Spielstärken dort vertreten. Es macht sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn einige von euch vielleicht dort mal vorbeischauen und Hallo sagen. Das war's aber jetzt nun wirklich. Bis zur nächsten Partieanalyse und tschüss.